Ein Fremder braucht Unterstützung. Wie sieht's mit Millie? Millie möchte... schlafen. Es schläft gerade schon einer. Ich glaube, ich brauche noch einen Schlafplatz. Was brauche ich für einen Schlafplatz? Ein Bett. Wolle. Dafür brauche ich die Schafe. Und die müssen erstmal gebaut werden. Was craftest du gerade? Schrott. Mhm. Damit kann ich einen Crafter eigentlich gut beschäftigen. Mit Schrott produzieren. Toll. Schrott produzieren. Millie schläft gerade? Sehe ich das richtig? Ja. Ne, ich will Millie sehen hier. Das ist gut. Dann soll er sich ein bisschen kurz hochheilen. Und dann geht's ab. Den Kampf. Oh, Shooter geht jetzt trainieren, glaube ich. Jawohl. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Essen. Okay, Millie hat sich ausgeruht. Ja, wir haben gerade so viel Zeit, um schnell einen kleinen Trip zu machen, bevor der nächste Angriff kommt. Oh, das sind aber... Oh, das sind einige, die schon patrouillieren. Ah, dann sehen wir wenigstens auch hier in der Umgebung mal wieder was. Ein bisschen mehr. Halber Tag ungefähr haben wir noch Zeit. Die Schafe werden zumindest fertig. Das ist etwas. Wir müssen halt zurück und Millie muss sich dann wieder ausruhen. Weil ich brauche meine Kämpfer dann demnächst sehr bald. Wird nichts aufgedeckt. Hallo? Ah, doch, doch. Was haben wir hier? Ist machbar. Könnte ich mich auch ausbreiten. Aber ich muss nach Norden. So. Erstmal die Patrouillen vernichten. Wo haben wir die Patrouillen hier auf dem Weg? Wenn dann auf diesem Weg. Es ist wieder Nacht. Dadurch ist meine Sicht wieder im Arsch. Gar nichts. Da. Okay. Hierhin. Angriff auf den niederen Dämon. Oh, jetzt kommen sie alle. Sehr schön. Die Patrouille wurde besiegt. Millie ist zwar am stärksten angeschlagen, aber ich brauche Millie hier. Also, Shooter muss hier vorne. Hier vorne ist doch, glaube ich, genau Schutz. Dunkle sollte den Käfig öffnen und Millie geht hier hin. Alles klar, dann öffne. Und die zwei machen sich bereit. Falls irgendwo was kommt, machen wir es fertig. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ein Schnitter. Okay. Millie ist down. Und Dunkle jetzt auch gleich. Kann ich die irgendwie retten? Also wenn ich gewinne, kann ich dann... Ich habe jetzt einen Nachteil. Aber... Oh shit, kann ich die retten noch? Ich habe sie jetzt nicht mehr hier zu sehen. Wenn ich das verliere, dann verliere ich vielleicht alles. Ja, ich muss neu anfangen und prinzipiell jetzt stoppt's, weil jetzt ein Angriff startet. Ah, Werwolf. Rück zu... Ja, gut, die kommt nicht mehr zurück. Werwolf. Bleibender Schaden. Ach, du Schande. Ja, sie wird auch sterben. Damit sind meine Kämpfe weg. Und das kurz vor dem Angriff. Killed in action. Oh, okay.
Schnitte. Der hat mich gerackt. Damit habe ich nicht Oh, shit. Okay. Ja, prinzipiell Basislager. Wir haben jetzt noch drei Leute mit mickrigem Equipment. Oh, was kann man denn hier machen? Nahrung, Reife. Das kann als Dünger benutzt werden. Dünger und Tiere füttern, Wolle scheren. Wolle, ach so, da kriege ich gar kein Leder her. Naja, gut. Ich befürchte, das ist jetzt zum Scheitern verurteilt. Der Ausflug war zu viel für mich. Merke, der siebte, den man sich holt, da muss man schon gutes Equip haben. Obwohl ich gutes Equip hatte. Aber ich befürchte, jetzt, wenn wir angegriffen werden, habe ich keine Chance. Zu dritt habe ich keine Chance. Könnte ich jetzt eigentlich nochmal dann den Rettungsversuch starten? Nee. Ist weg. Okay. Für meinen ersten Versuch scheitere ich bei der ersten Welle, würde ich mal sagen. Ist machbar. Naja, okay. Was kann ich noch bis dahin machen? Ich könnte... Oh, Moment. Oh. Oh. Das Equipment von denen ist weiterhin da. Craftman kriegt einen Schlagstock. Ripper kriegt einen Bogen. Alle kriegen sie verstärkte Outfit. Die Frage ist nur, reichen die drei? Und diese Frage wird sehr bald beantwortet. Aber dadurch, dass wir wenige sind, steigt es deutlich langsamer. Forschung steigt, das andere steigt auch. Wir können mal das machen. Molotow-Cocktail, vielleicht können wir welche machen. Wolle. Oh. Theoretisch also machbar. Molotow-Cocktails könnten wir produzieren. Recht günstig sogar, weil Schwefel kriegen wir ja massenweise von den Gegnern. Ha. Na gut. Wann kommen sie? 99%, 100. Jetzt? Feinde nähern sich. Du hast einige Kreaturen gesichtet, die sich eurem Standort nähern. Sie werden bald angreifen. Bereite dich besser darauf vor. Achso, jetzt habe ich es nochmal sogar... Ah ja, und es ist auf 0 runter. Das ist cool. Gut zu wissen. Feinde sind fast da. Bereite dich die Regeln vor. Ja. Was ich noch gemacht haben könnte, wären Schilde. Schilde wären dann schlecht gewesen. Nächstes Mal werde ich auch Schilde machen, also bei meinem nächsten Versuch. Egal, wie es jetzt endet. Es endet jetzt für mich auch. Also selbst wenn wir den Angriff überleben, würde ich damit meinen Versuch einstellen und nochmal neu anfangen mit dem neuen Wissen sozusagen, dass ich zum Beispiel Schilde brauche. Oder Schilde sehr nützlich sind. Weil die extra Ausweichchance... Jetzt warte mal, wo sind die? Schilde? Doch, da sind sie. Ach ja, Felle. Woher kriege ich Felle? Boah, schon. Herstellen. Metall ist es nicht. Tieraufzucht. Weberei. Stoff. Wo gibt's Felle? Das ist auch nicht schlecht. Einsatzteam zum 1 größer machen. Bau? Nee, Bau ist es auch nicht. Felle kann nicht so weit hinten sein. Schaltet Lederweste frei. Ah, vielleicht kann ich Felle aus... Ne, Felle aus Stoff? Wenn ich doch wenigstens... Wolle. Okay, jetzt müsste ich kämpfen. Ich habe keine extra Gegenstände, na gut. Da kommen welche. Und ein geringer Dämon. Wäre sogar machbar. Also diese Welle ist sogar relativ leicht machbar, würde ich sagen. Ja, also mit solchen Truppen komme ich auch sonst recht gut klar. Der erste Angriff ist also kein Problem, würde ich jetzt damit sagen. Ja, absolut kein Problem.
Das ist auch ein Erfahrungswert. Erster Angriff, easy going. Die Frage ist nur, Fälle. Moment, ich mach da was. Ich schau da einfach mal. Natürlich hast du dich da an die Wand geklatscht. Könntest du bitte das nicht tun? Nein. Nein. Die Maus denkt, ich will ja eigentlich bloß schnell im Wiki nachschauen, wie ich Fälle machen kann. Aber die Maus ist an den Bildschirm geklebt. Maus sperren. Hilft nichts. Außerdem ist sie nicht gesperrt, merke ich gerade. Ah doch, sie war gesperrt. Na gut, das mit den Fällen werde ich auf jeden Fall noch herausfinden. Was könnte es denn sein, Tier aufzunehmen? Ich gehe mal davon aus, ich möchte jetzt einfach herausfinden, was passiert, wenn ich hier wolle. Woody, kümmere dich darum. Fütter die Tiere. Ich will wissen, was ich mit Wolle machen kann. Kann ich daraus Felle herstellen? Weil ich sehe hier nichts wie Rinderzucht oder so. Da muss es sowas geben. Also machen wir ihn schneller. So. Und ich sollte das Spiel vielleicht... Ich muss darauf achten, dass ich zu Beginn eines Spiels einen guten Kämpfer habe. Nahkämpfer mit viel Ausweichen wäre sehr gut. Oder generell eine Person mit sehr viel hohen Ausweichwert wäre sehr gut. Jetzt, Woody, kümmere dich um die. Warte, deine Priorisierung muss ich ändern. Hier. Gut, dann kümmert sie sich auch um die anderen. Gell? Hilfe benötigt. Oh. Hast du gerade... Wie viel? 10 Wolle. Ah ja. Kann ich daraus Felle jetzt herstellen? Nein. Woher kommen Felle? Wie komme ich zu Fellen? Abbauen. Bunt ist alles... Das ist alles nicht das Richtige. Da gibt's einiges. Metallumwandlung, Mineralienwandel. Stein der Weisen. Oh, shit, da gibt's einige Sachen. Aber keine Fälle. Fälle kann ich hier nicht lesen. Verteilung. Erste Hilfe, nee. Vielleicht schneiden? Nee, daraus wird doch auch kein Fell. Das vielleicht? Logistik einmachen. Stoffe ist nicht Felle. Fuck. Woher kriege ich Felle? Oh. Och, du Schande. Kann durch Töten von Werwölfen erlangt werden. Warum hat man so früh ein Holzschild als Option und es ist so schwierig zu bekommen? Ach du Schande. Kann durch Töten von Schnittern und Geistern erlangt werden. Ah ja. Und dass ich auch rechts darauf klicken kann und mehr Infos bekomme. Das ist auch etwas, was ich gerade erst lerne. Das ist cool. Fast überwinden. Okay. Ah, da sehe ich auch das Gemüse, wie viel ich habe. Schön. Sammellimits. Stimmt. Das kann man auch einstellen. Davon habe ich gelesen. Man kann zum Beispiel einstellen, dass es Sammellimits gibt. Heißt, wenn ich über 100 Gemüse hätte, kümmert sich kein Mensch ums Sammeln. Es kümmert sich auch keiner, bis ich bei 50 angelangt bin. Bin ich bei 49, dann kümmert sich einer und sammelt so lange, bis ich bei 100 bin. So in etwa klappt es.
Also man kann halt so eine Range angeben, in der gesammelt wird. Jetzt könnte ich mehrere Molotow-Cocktails produzieren. Davon hätte ich jetzt einen vielleicht gebrauchen können gegen die Gegner. Oh, mein Kampfteam. Aber da kam auch einer von der Seite, den hätte ich einfach nicht erwartet. Der Schnitter war mein Ende. War mein absolutes Ende. Absolut. Na gut, aber ich wurde sehr viel klüger in diesem Spiel. Erstens, vielleicht nicht so viele Aufträge auf einmal. Zweitens, das ist wichtig, beziehungsweise das ist wichtiger als das, weil wenn wir jetzt uns anschauen beim Okkulten, ich bin jetzt nahezu, ja, ich bin eigentlich angekommen beim Ziel. Mehr geht jetzt eigentlich nicht mehr. Ja doch, geht. Mit dem Freischalten okkulter Forschung werden uralte Rituale verfügbar. Die großen Vorteile sind aber meist teuer und ihre Durchführung dauert lang. An anderen Orten durchgeführt werden, wie etwa im magischen Kreis oder verschiedenen Altären. Glückskopfgeld. Regentanz. Okay, Glückskopfgeld. Okay, das müssen wir jetzt uns natürlich auch noch anschauen. Wie mache ich jetzt so ein Ritual? Ah, hier, magischer Kreis. Dann möchte ich mal so einen magischen Kreis machen. Ich brauche... Woody. Hier. Bau mal bitte. Und dann haben wir jemanden, der auf Rituale spezialisiert ist. Der Ritobauer. Dann bin ich mal gespannt. Aber ich dachte vorhin, dass ich es nicht konnte, das mit den Ritualen. Komisch. Aber ist immer noch der Hilfsbedürftige in der Nähe? Nee. Okay, es gibt auch eine gewisse Zeit, wann das verschwindet. Das habe ich mir aber schon gedacht. Deswegen war ich meistens immer so nervös. Gut. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Da kam einfach mal ein Höllenhund und ein Schnitter. So, jetzt unser Rito-Bauer. Der hat doch als höchste Priorität Rituale, oder? Achso, ja, ich habe noch kein Ritual angegeben, was ich machen will. Dass neue Bäume wachsen lässt. Wachstumsgeschwindigkeit, Bedürfnisse nachkommen. Oh. Chance auf doppeltes Plündern. Dauern 720 Sekunden vermutlich. Dann machen wir doch mal Wachstumsritual. Kostet sehr viel Weizen. Ah, wir wenden uns dem Okkulten zu. Machen wir mal einen Händler. Okay, neue Händler. Das ist ja cool. Wir wenden uns dem Okkulten zu, wenn die Wissenschaft uns nicht mehr weiterhelfen kann gegen Dämonen. Schauen wir mal, was haben die? Olympischer Bogen. Oh. Okay. Vielleicht hätte ich mir Tex-Gewehre. Vielleicht hätte ich mir hier eine Waffe irgendwann leisten. Oh, hier, da sehe ich meine Armbrust. Rüstung durchdringen, Angriffsgeschwindigkeit. Naja. Kaufwert, Verkaufswert. Verkaufswert von Brettern ist recht gut. Also von den Sachen, die ich hier habe, sind Bretter immer noch das Beste. Wobei, Medizin kann man eigentlich auch gut verkaufen. Die brauchen wir. Ah, Krankenstation habe ich. Okay. Oh, Ektoplasma könnte man hier kaufen. Das brauche ich ja für einige Sachen. Mhm. Schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, ich möchte noch sehen, was da passiert. Was? Oh, bist du schon fertig? Nee, du bist doch noch nicht fertig, oder? Ah, du wolltest bloß einen Snack machen. Warum kann ich jetzt... Wie, wo sehe ich... Wie viel Prozent? Wachstumsritual. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wannabe Mage! Eureka! Manche behaupten, dass er mir schnell mal etwas einfallen kann und dass es nur aus Ausführungen ankommt.
Wissenschaftliche Forschung basiert jedoch auf Ideen. Ideen, die überall von jedem stammen können, sogar im Schlaf. Rito Bauer spricht manchmal, wenn sein träumt. Meistens ist es nur Unsinn, aber heute hat das Gemurmel von sein zu einem wissenschaftlichen Durchbruch verholfen. Ah, cool, es gibt auch solche Events, nenne ich es jetzt mal. Das ist cool. Da könnte ich... Wo waren nochmal die Fälle? Achso, ja, genau. Hab gerade überlegt. Wollte ich nicht irgendwas machen? Ah ja, Fälle, ja. Wartet, Lederwesten. Dafür brauche ich mit Sicherheit auch Fälle. Natürlich, und viele Fälle. Oh, da muss ich Werwölfe jagen. Puh, ich weiß nicht, wie stark sie sind. Ich weiß bloß von unserem Kampf, wo wir alle verloren haben, dass Werwölfe schnell sind. Ja gut, die waren auch wahrscheinlich stärker als normale Gegner. Also normale Kobolde mit Sicherheit. Schade. Wir haben jetzt so viele leckere, schöne Sachen. Nahrung, Wasser, alles optimal. Forschung optimal. Alles vorhanden, was man gerade bräuchte. Aber ich habe meine wichtigsten Leute verloren. Und dementsprechend machen wir hier auch einen Cut, Schluss. Und beim nächsten Mal werde ich einfach neu anfangen mit dem Wissen, was ich jetzt erworben habe. Und mir ein bisschen effizienter vielleicht den Weg bereiten. Auf jeden Fall werde ich auch nicht den Seed nehmen. Vermutlich werde ich mir einfach mal einen guten Seed aussuchen. Einfach mal was Seeds schauen. Und schauen, welcher gut geeignet ist. Ich habe schon einiges an Zeit verloren, dadurch, dass ich hier ein bisschen getrödelt habe. Waren ja die am Anfang schon im Hungertod nah und so ein Zeugs. Bloß weil ich nicht nachkam, da was zu bauen. Bloß weil ich da schön mich reinquetschen wollte in diese Ecke. Naja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank beim Stream zuschauen. Und beim nächsten Mal gehen wir die Sache ernst an. Ciao, bis zum nächsten Mal.